Die Erfolgsgeschichte eines Industriepioniers. Vom Barbier und Perückenmacher zum Millionär mit Adelstitel. Am Anfang steht eine bahnbrechende Erfindung, die Waterframe. Richard Arkwright meldet sie 1769 zum Patent an. Zum ersten Mal werden Baumwollspindeln nicht mehr per Hand, sondern mechanisch durch Wasserkraft angetrieben. Mit der Waterframe lässt sich dreimal so viel Garn in einer wesentlich besseren Qualität spinnen. Doch Richard Arkwright will mehr. Er mechanisiert den gesamten Produktionsprozess bis zum fertigen Baumwollgarn. Mit Partnern gründet er 1771 Cromford Mill. Auf drei Stockwerken setzt er nach einem festgelegten Produktionsablauf die neuesten Maschinen zur Verarbeitung von Baumwolle ein. Energie liefert ein Wasserrad. Alle Maschinen der Fabrik werden zum ersten Mal zentral durch Wasserkraft angetrieben. Über Transmissionen gelangt die Energie in die einzelnen Stockwerke. Wasser ist die wichtigste Energiequelle in dieser Frühphase der Textilindustrie. Über ein Aquädukt und ein unterirdisches, weit verzweigtes Kanalsystem kommt das Wasser zur Fabrik. Die Energieversorgung ist nicht die einzige Herausforderung. In dem abgeschiedenen Tal fehlen Arbeitskräfte. Arkwright wirbt in der Presse für seine Fabrik.